Die bei The Masked Singer mitwirkenden Stars hoffen alle, ihre Masken bis zum Schluss behalten zu können. Aber das hängt stark vom Publikum ab. Wenn ihr Auftritt geliebt wird, werden sie bleiben. Das Programm am Samstagabend brachte wie immer zwei Leute nach Hause. Moderatorin Paulina Rojinski, Komiker Rick Kevanian und Schauspieler Wotan Wilke Möhring diskutierten angeregt. Neben Mysterium, wo jede Woche ein anderer Promi zur Schau gestellt wird, gibt es auch die süße Zuckerwatte. Mysterium ließ die Maske im Laufe der Staffel zweimal fallen. Unter ihnen Opernstar Rolando Villazón und Entertainer Giovanni Zarella. Ich hätte mich gefreut, wenn eine Frau da gewesen wäre, sagte Paulina am Samstagabend. Tatsächlich ist bei Before You Go von Luis Capaldi eine Frauenstimme zu hören, die Gänsehaut hervorruft. Zuschauer im Studio flüstern dem Rateteam wichtige Hinweise zu. Bevor Mysterium auf die Bühne ging, hielt sie einen QR-Code in Form eines Labyrinths in der Hand. Wahrscheinlich der Albumname des Musikers, der das Kostüm trägt. Paulina, wir haben das Internet genutzt und eine Sängerin mit einem wirklich tollen Namen entdeckt. Stefanie Heinzmann. Sie hat den richtigen Riecher. Stefanie Heinzmann kommt wirklich aus der Maske. Ihre epische Rückkehr bei The Masked Singer. Sie war vor 4 Jahren in einer TV-Show und sagte lachend: Ich bin durch meine einmaligen Auftritte bekannt geworden. Und ich freue mich, wenn ich gefragt werde. Ihre Stimme blieb bis zum Schluss ein großes Geheimnis. Candy Floss war die erste Künstlerin auf der Bühne, die Houdini von Dua Lipa aufführte. Paulina sagte: Nach dem heutigen Auftritt bin ich sehr verwirrt. Ich denke, es muss Eni van der Meyklokjes sein. Auch der Name Nina Hagen tauchte auf. Am Ende hatte nur Rick Kevanian den richtigen Riecher. Seine Stimme erinnerte ihn an die Popsängerin Annette Louisan. Und genau das hat das Outfit schließlich entkleidet. Sie hatte erwartet, dass sie... Like và đăng ký kênh để xem những video mới nhất cho các bạn mình thấy tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.